Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns einmal anschauen, wie ich einen YouTube-Kanal zu einer bereits bestehenden Google-Plus-Seite hinzufügen kann, beziehungsweise diese eben verknüpfen kann. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder brauchen, sondern höchstens die Leute, die ein oder mehrere YouTube-Kanäle betreiben, aber ich denke, es ist einfach ganz nett zu wissen, dass sowas auch geht. Dafür habe ich zunächst einfach mal einen meiner alten Kanäle rausgekramt, der jetzt nicht mehr so läuft und den ich eigentlich auch nicht mehr betreibe. Und wenn ich mir da mal den Google Plus Link anschaue, dann sehen wir, dass ich da auf der dazugehörigen Google Plus Seite lande. Und das wollen wir jetzt mal ändern, denn wir können uns mal anschauen, ich habe hier, wenn wir auf meine ganzen Kanäle gehen, noch eine Google Plus Seite erstellt. Die könnte jetzt zum Beispiel von einem alten YouTube-Kanal sein, denn wir haben ja in anderen Videos gelernt, dass die Google Plus Seite nicht mitgelöscht wird, wenn wir den YouTube-Kanal löschen. Und ich denke, das könnte auch einer der Hauptgründe sein. Seht so, ihr habt mal zumindest einigermaßen bekannten YouTube-Kanal gehabt und da habt ihr auch einige Follower auf Google Plus bekommen. Und nun habt ihr aber gesagt, ihr wollt einen Kanalneustart, dann könnt ihr aber einfach die Google Plus-Seite hier mitnehmen. Und das heißt, wir werden jetzt diesen YouTube-Kanal mit dieser Google Plus-Seite verknüpfen. Dafür gehen wir zunächst einfach mal hier oben auf unser Icon, dann auf die YouTube-Einstellungen, dann auf Erweitert. Und dann sehen wir es hier auch schon, etwas, wo man eigentlich nie nachschaut, nämlich bei den Kontoinformationen, Kanal zu einem anderen Google Plus Profil oder zu einer Google Plus Seite verschieben. Da klicken wir einfach mal drauf, dann müssen wir hier nochmal kurz ein Passwort eingeben und dann dürfte das bei euch im ersten Schritt nicht so aussehen, sondern ihr dürftet da irgendwelche Paragraphen haben, die ihr zunächst einfach mal ankreuzen müsst oder durchlesen müsst, dann scrollt ihr nach unten und klickt auf OK. Falls das nicht geht, ist daneben noch etwas anderes. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da steht, aber normalerweise müsst ihr da unten auf OK klicken und dann landet ihr in diesem Bildschirm. Und das ist eben schon eine Vorschau, wie es im Moment aussieht. Dann haben wir hier nämlich diesen YouTube-Kanal mit 2 Abonnenten, 8 Videos etc. und der verknüpften Google Plus-Seite. Möchte ich das jetzt mit einer anderen Google Plus-Seite verknüpfen, dann wird mir zunächst angezeigt, was habe ich schon alles. Hier zum Beispiel meine Google-Seiten, die ich im Moment so nicht benutzen kann, denn die sind ja mit einem anderen YouTube-Kanal verbunden. Das wird mir auch gezeigt, wenn ich da zum Beispiel mal drauf gehe, hier auf diese Google Plus Seite, so wollte ich es eigentlich nicht, sondern mal hier drauf klicke, dann wird mir gesagt, aha, das funktioniert nicht, weil da ein Kanal dahinter steckt und dann müsste ich erst den Kanal löschen und das möchte ich jetzt natürlich nicht, sondern wir gehen ja davon aus, ihr habt bereits einen alten Kanal gelöscht und habt eine Google Plus Seite übrig, wie das hier ist, dann stehen hier nämlich die verfügbaren Google Plus Seiten, klicke ich mir diese an und dann sehen wir, dass dieser Kanal, der ja hier oben derselbe ist, das sieht man auch an der Kanal-URL, dann mit dieser Google Plus-Seite verknüpft ist. Das sieht jetzt im ersten Moment schlimm aus, denn ihr seht, oh, mein Name ändert sich und auch das Icon ändert sich, aber das sind ja keine permanenten Sachen, sondern das sind die Sachen, die ich in Google Plus ganz einfach ändern kann. Da kann ich erstmal mein Kanal-Logo ändern, dann wird das hier geändert und ich kann auch einfach diesen Kanalnamen ändern, den Seitennamen bei Google Plus und dann ändert sich auch hier wieder dieser Kanalname. Das Einzige, was sich effektiv ändert, ist nicht eben das, was ihr hier seht, sondern dass der Kanal dann mit dieser Google Plus Seite verknüpft ist. Das können wir jetzt an dieser Stelle auch einfach mal machen. Kanal neu verknüpfen. Da wird nochmal gefragt, ob wir das eben wirklich wollen. Und dass hier zum Beispiel mit diesem Ausrufezeichen auch einige Inhalte nicht übertragen werden können. Zum Beispiel Kommentare seit November 2013. Ich denke, das ist aber durchaus akzeptabel, denn man möchte ja in der Regel dann zum Beispiel die Follower behalten oder die Google Plus Seite an sich und deswegen machen wir auf Kanal neu verknüpfen. Dann dauert das einen kleinen Moment und dann sehen wir, dass dieser Kanal jetzt mit dieser Google Plus Seite verknüpft ist. Hier ist im Moment noch das Logo drin, das dürfte sich aber auch ändern, aber wie gesagt, scheut euch nicht, denn den Namen und das Logo könnt ihr ganz einfach über die Google Plus Seite wieder ändern. Jetzt gehen wir nochmal auf diesen Kanal, ich aktualisiere nochmal, schauen mal, was passiert. Da sehen wir es jetzt schon, dass sich hier auch schon das Logo geändert hat. Wir bleiben auf diesem Kanal. Und wenn ich jetzt auf meinen Google Plus Link gehe, dann landen wir jetzt eben auf dieser Google Plus Seite. Und damit haben wir gesehen, ich habe jetzt meinen alten YouTube-Kanal, Technaric, ganz einfach mit dieser Google Plus Seite verknüpft. Und wenn ich jetzt zumindest das wieder haben möchte wie vorher, dass der so heißt wie vorher, dann müsste ich das einfach hier alles in Google Plus wieder eingeben. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns in einem anderen Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten YouTube-Tutorial rein.